Hallo meine Lieben, es freut mich sehr, dass ihr jetzt hier bei mir seid. Ich schicke euch sonnige Grüße. Diese Legung ist eine Kurzbotschaft, eine Botschaft, könnte man auch sagen, zwischendurch. Ich schaue ganz schnell in die Karten und werde dir sagen, was die Karten dir denn mitteilen möchten. Ich verwende heute das Tarot of the Golden Wheel, alle Infos dazu in der Infobox. Du schaust, inwieweit du mit den Botschaften, mit den Nachrichten in Resonanz gehst. Es ist eine allgemeine Legung, das möchte ich immer wieder erwähnen. Und deswegen kann sein, dass nicht jede Botschaft, jede Nachricht nicht zu 100% mit dir, mit deiner Situation übereinstimmen wird. Aber du bist jetzt hier. Diese Legung, diese Botschaft, diese Nachricht hat deine Aufmerksamkeit und deswegen wartet hier eine Nachricht auf dich. Fünf der Schwerter. Das ist hier das Bedauern. Es ist hier das Bereuen. Jemand bedauert, bereut etwas. Diese Person sieht, dass das, was hier gemacht worden ist, nichts gebracht hat im Endeffekt. Ja? Im Endeffekt hat es nichts beziehungsweise ganz wenig gebracht und man hat sich vielleicht angestrengt, vielleicht hatte man eine Absicht verfolgt, vielleicht erfolgte das Ganze, ist passiert einfach ohne Absicht, einfach so aus der Situation heraus und man sieht jetzt, das war falsch, das war nicht richtig, man ist enttäuscht, andere Menschen wurden verletzt. Das kannst du sein, das kann dein Gegenüber sein, dein Herzensmensch, vielleicht eine Freundin, ein Freund, jemand aus der Familie. Wenn du diese Botschaft, diese Nachricht hörst, weißt du ganz genau, um wen es sich handelt. Wenn du zum Beispiel nicht weißt, um welche Person es sich handeln könnte hier, dann ist das hier nicht deine Botschaft, ja? Das ist aber nicht die einzige Botschaft, die ich hier bringen werde in dieser Legung, sondern es kommt noch mehr, aber das ist das allererste, was hier durchkommt, ja? Und diese Person, sie wird sich bei dir melden. Ich habe hier wieder Aufnahme des Kontakts, beziehungsweise der Kontakt wird weiter bestehen. Ich habe hier keinen Kontaktabbruch. Wenn du mit dieser Person, ja, in Kontakt stehst, die irgendwie daran beteiligt war, an dieser ganzen unangenehmen Situation, an dieser Enttäuschung, an dieser Entrüstung, an diesem Fehlschlag, ja, dann, wenn der Kontakt besteht, entweder von deiner Seite oder von der Seite von dieser Person, weil diese Person hier, die hier steht, das kannst du sein, das kann aber auch, wie gesagt, dein Gegenüber sein, jemand anderes. Es kann sein, dass es auch ein Gespräch war. Und ich habe das hier so, dass dieser Kontakt entweder wieder aufgenommen wird, wenn es schon etwas länger her und ihr keinen Kontakt habt, oder der Kontakt wird aber weiter bestehen. Also ich habe hier keinen Kontaktabbruch dadurch. Und sind hier die acht der Stäbe. Da wird jemand die Initiative ergreifen. Und ich habe hier wieder einen regen Austausch. Ich habe hier positive, gute Nachrichten für dich in dieser ganzen Angelegenheit. Also so schlimm, wie es hier auf dieser Karte aussieht, wird es nicht sein. Obwohl hier auch im Hintergrund dunkle Wolken sind und es blitzt und donnert, dich trifft kein Regen. Du bist hier frohen Mutes, du schreitest fröhlich, mutig voran und möchtest das Ganze vielleicht aus der Welt schaffen, beziehungsweise die Wogen glätten oder diese Person wird alles dran setzen, dass das Ganze wieder im Lot ist, dass das Ganze vielleicht wieder funktioniert, dass alles wieder gut ist. Also positive Nachrichten, fröhliche, angenehme Nachrichten, vielleicht sogar ein bisschen so das wieder gut machen wollen. Kommt hier auch ein bisschen bei einigen von euch habe ich sowas wieder gut machen wollen. Das Gras ist grün. Hier haben wir auch noch eine positive Farbe, das Gelb. Und ich habe hier auch irgendwo für einige von euch ein Triumph.
Ja, durch diese Gespräche, durch diesen Kontakt, durch dieses intensive mit der Angelegenheit sich beschäftigen, habe ich hier für einige von euch auch ein Triumph, ein Sieg. Hier hat niemand gesiegt. Hier ist es einfach, ja, alles verloren, hat nichts gebracht. Und aber das hier, ja, dieses sich mit der Sache, mit dieser Person auseinandersetzen, und auch Gespräche führen, habe ich hier auch Kommunikation. Ja, dadurch wirst du wahrscheinlich der Sieger sein in dieser ganzen Angelegenheit. Also wieder alles auf den, ja, auf den richtigen Pfad bringen. Alles vielleicht wieder zum Positiven bringen. Ja, das ist die allererste Botschaft hier, die Kurzbotschaft für dich, aber ich ziehe noch zwei Karten, weil wenn du hier nicht dabei warst, wenn das hier mit dir nicht irgendwie in Resonanz gegangen ist, dann höchstwahrscheinlich die zweite Botschaft. Mal schauen, was hier rüberkommen möchte. Ich habe das hier auch wie eine Versöhnung, ja? Also das ist hier auch wie eine Versöhnung. Das sind hier die 9 der Schwerter, der Mond und der Turm. Also ich habe hier für dich, wenn du damit in Resonanz gehen solltest jetzt, ja. Wenn du weißt, zum Beispiel, ja, so was Ähnliches habe ich hier, so eine Situation ist bei mir da, dann habe ich hier das überraschende, plötzliche, vielleicht aber auch schmerzhafte Überwinden eines Hindernisses. Ein Problem löst sich in Schutt und Asche auf. Ich habe hier ein Problem. Ich habe hier schlaflose Nächte. Ich habe hier Sorgen. Ich habe hier Nöte. Ja, ich habe hier jemanden, der vielleicht nicht schlafen kann, der sich sehr um etwas oder jemanden sorgt. Ich habe hier eine unangenehme Situation. Ich habe hier auch sowas wie, dass du befürchtest, dass etwas passiert, etwas Unangenehmes, Schlimmes. Ja, vielleicht, dass etwas in die Brüche geht. Diese Schwerter schweben über dir, sie treffen dich aber nicht. Und deswegen lautet hier die Botschaft, du brauchst dir nicht so viele Sorgen und Gedanken zu machen. Denn das, was über dir schwebt, womit du dich gedanklich beschäftigst, dieses Negative, dieses Problematische, ja, das wird verschwinden, geht weggehen hier mit dem Mond, weil das schlimmer ist. Du denkst, dass das schlimmer ist, ja, aber es ist nicht so schlimm. Es ist besser, als du denkst, beziehungsweise du machst es schlimmer dadurch, dass du ständig darüber nachdenkst und so extrem ist es gar nicht, ja. Das sind hier auch irgendwie sowas wie es plagen dich. Vielleicht unangenehme Gedanken, die immer wieder kommen. Aber wenn du dir diese Gedanken, diese Ängste, diese Panik anschaust, dann hat sie mit der Wirklichkeit nicht viel zu tun. Denn irgendwie ist das hier so, als würde man sich in etwas hineinsteigern. Vielleicht besteht bei dir ein Problem, aber dieses Problem ist nicht so groß, wie du es dir vorstellst. Ja, das möchten dir die Karten sagen. Und das wird sich auflösen. Das wird sich plötzlich auf einmal alles wird verschwinden, verpuffen. Ich habe hier sowas wie entweder von außen. Ich habe das eher von außen als durch dein konkretes Zutun, dadurch, dass du etwas, ja, dass du dich anstrengst, dass du das sehr viel machst und tust und dich bemühst. Ich habe das eher so von außen. Für die meisten habe ich das einfach ohne dein Zutun, ja, wird das einfach abbrennen, verschwinden, sich in Schutt und Asche verwandeln. Und der Mond, das ist hier ein Hindernis, eine Blockade, die überwunden wird, wenn man vielleicht sich dem auch stellt. Ja, aber ich habe das hier so, dass das so plötzlich wie ein Blitzschlag.
Ein Blitz schlägt ein. Vielleicht ist es auch bei dir eine Idee. Du kommst dahinter. Du wirst auf einmal etwas, was im Verborgenen die ganze Zeit war, erblicken und dadurch verschwindet es plötzlich auf einmal, als würde es sich in Luft auflösen. Ja, ich habe hier den Turm und das ist der plötzliche Durchbruch, Zusammenbruch, Umbruch. Ja, und das in dieser Kombination stellt sich mir hier so dar, als würdest du vielleicht auch irgendetwas plötzlich erkennen. Ja, einen Geistesblitz haben und dadurch dieses Problem einfach überspringen, überwinden, weitergehen und das Ganze hinter dir lassen. Könnte man hier auch so sehen, ja. Also diese Belastung, diese Angst geht einfach weg. Das bedeutet nicht, dass du, ja, dein weiterer Lebensweg, ja, mit Rosen, bestreut ist, mit Rosenblättern. Das sagen die Karten nicht. Aber dieses konkrete Problem, diese Sorge, die du hast, ja, wirst du überwinden. Das kann auch eine Blockade sein, wird mir hier so im Kartenbild angezeigt, als für einige von euch als eine Blockade. Und diese Blockade, weil ich habe hier nun mal den Mond und diese Blockade kannst du überwinden, dadurch, dass sich das Ganze irgendwie für dich. Ja, der Weg wird auch geebnet werden. Ja, so könnte man das hier auch sagen. Diese dunklen Gedanken könnte man auch hier sehen in Form von diesen Raben. Hier dunkle Gedanken verschwinden. Es wird verscheucht werden. Ja, hier sieht man das auch ganz gut durch dieses Feuer, durch diese Stärke, Leidenschaft auch, ja, durch diese Kraft, die plötzlich auf einmal bei dir da ist, wie ein Blitz dich auflädt, ja, als würde bei dir ein Blitz einschlagen, dich aufladen mit Energie und diese dunklen Gedanken, dieses unangenehme Negative in Form hier von diesen schwarzen Raben verschwindet einfach, wird verscheucht, aus deinem Leben verbannt, könnte man sagen, ja. Also, wenn du ein Problem haben solltest, wenn etwas dich plagt, wenn du irgendeine Angst hast, ja, die Karten möchten dir sagen, dass das überwinden werden, also du kannst es überwinden einfach. Auf deinem Weg wird es, kann sein, dass sich einfach auflöst oder du kommst hinter etwas, du siehst plötzlich etwas mit dem Mond, ja, was im Verborgenen war bis jetzt. Und dadurch, dass du aufgeklärt worden bist, Geistesblitz, plötzliche Information, ja, wird der Weg sichtbar werden, wird dieses Problem sichtbar werden und irgendwie, wo du diesem Schrecken in die Augen schaust, löst es sich auf, verschwindet. Du kannst es überspringen einfach, ja? Du musst es nicht bekämpfen. Ich habe hier keinen Kampf. Ich habe hier einfach nur, es verschwindet. Dadurch, dass du vielleicht sogar das Ganze anders betrachtest, anders wahrnimmst, dahinter kommst, dahinter schauen kannst, ja, hinter dieses Verborgene. Und es wird leichter dadurch und das plagt dich einfach nicht mehr, ja. Das ist hier die zweite Botschaft für dich. Und ja. Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich. Schön, dass du bei mir da warst. Wenn du magst, kannst du hier das Video mir liken, ein Like geben, wenn du das hier gut gefunden hast, wenn du was, ja, das, was ich mache, gut findest. Du kannst natürlich auch meinen Kanal abonnieren, wenn du es noch nicht bis jetzt getan haben solltest. Ich würde mich sehr freuen. Und natürlich, wenn du magst, wenn du mir was zu sagen hast, gerne in die Kommentare unten, wenn dir was am Herzen liegt oder vielleicht was Nettes. Ich würde mich sehr freuen. Bedanke mich bei dir, wünsche dir einen schönen Tag, vielleicht auch einen schönen Abend, eine schöne kommende Zeit. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.